Ja, vielen Dank, Birgit. Also das hast du sehr nett formuliert. Also ich habe ein paar Sachen mitgebracht von den verschiedenen Veranstaltungen. Ja, wenn Sie Zeit und Lust haben, gucken Sie noch mal schnell auf die Umfrage auf der rechten Seite. Das ist so ein bisschen ein Meinungsbild von der Gruppe, dass wir so ein bisschen einschätzen können, was haben wir eigentlich hier für eine Teilnehmergruppe? Wie häufig sind Sie denn so in Präsentationssituationen? Also es gibt schon einige, die abgestimmt haben. So die Mehrheit ist bei circa einmal im Quartal. Das ja, ist, sage ich mal, relativ häufig, würde ich schon sagen. Aber wir haben auch einige, die sogar einmal im Monat oder wöchentlich präsentieren. Das freut mich natürlich, weil dann gehe ich erstmal davon aus, dass ich da Profis mit hier in der Runde habe, die vielleicht auch dann noch was beitragen können im Chat. Und dann würde ich einfach mal starten. Ja, also von mir auch nochmal herzliches Willkommen und auch ein frohes neues Jahr. Heute das Thema ist, wie ich langweilige Vorträge, Präsentationen und Webinare erlebe, Ideen zur Verbesserung. Und da merken Sie gleich schon, das ist ein Monstertitel. Deswegen der erste Tipp von mir, nehmen Sie nicht so einen Titel, sondern nehmen Sie wesentlich kürzere Titel für Ihre Präsentation. Sowas Kurzes und Knackiges wie zum Beispiel das hier. Das ist auch insofern nicht verkehrt. Es ist optisch gut, passt auf eine Zeile und es enthält ein Verb und das ist sehr positiv, optimistisch in die Zukunft gerichtet. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie so ein bisschen gleich schon beim Auftakt oder beim Titel darauf achten, ja, eine positive Grundstimmung zu erzeugen bei Ihren Zuhörern und Zusehern. Achso, wenn ich das jetzt so sage, dann meine ich immer auch beide Geschlechter. Also verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt immer nur die männliche Form nehme. Ja, niemand möchte zum Beispiel so einen Vortrag hören. Langweilige Vorträge, was soll ich bloß tun? Da merkt man gleich, wie man runtergezogen wird, wie die Energie aus einem rausgesogen wird. Das ist auch gleich ein erster Lesetipp von mir für Sie. Es gibt dieses wunderschöne Buch von Stefan Friedrich, das Günther-Prinzip. Da geht es um Günther, den inneren Schweinehund. Den kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und da gibt es ein ganz spannendes Kapitel zum Thema Energiequellen und Energieräuber. Also wenn Sie mal so auf Ihre Mitmenschen achten, wenn Sie im Gespräch sind mit Ihren Mitmenschen, dann gibt es da verschiedene Charaktere, sage ich mal. Und die Energiequellen, das sind diejenigen, wo sie nach dem Gespräch das Gefühl haben, oh Mensch, jetzt bin ich richtig gut drauf, jetzt bin ich motiviert, jetzt habe ich Energie bekommen, jetzt bin ich aufgeladen und will sofort loslegen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die nennt der Stefan Friedrich dann die Energieräuber. Und das ist so, wenn Sie, das kennen Sie vielleicht auch, so wenn Sie ein Gespräch hatten und dann fühlen sich total ausgelaugt und sind müde und brauchen erstmal eine Pause, weil sie das Gespräch so angestrengt hat. Und da ist sozusagen mein Tipp für Sie, seien Sie kein Energieräuber in Ihren Vorträgen. Also das Mindeste, was nach dem Vortrag sein sollte, dass die Leute mit besserer Laune nach Hause gehen, selbst wenn sie nicht so viel Infos mitbekommen haben. Also Infos wären natürlich noch besser, aber zumindest seien Sie kein Energieräuber. Ja, das vielleicht vorweg als Intro. Was will ich heute machen? Ich möchte Ihnen ein paar Tipps und Tricks ja, vermitteln, wie Sie Ihre Präsentation oder Vorträge noch einen Tick besser machen können. Das ist so ein bisschen meine eigene Erfahrung, dass ich mich gefragt habe, was stört mich eigentlich an Präsentationen, wenn ich da sitze und zuhöre und merke, oh Gott, jetzt wird es aber sehr anstrengend zum Zuhören. Woran liegt das eigentlich? Und da habe ich verschiedene Merkmale rausgesucht und die möchte ich Ihnen heute einfach mal teilen. Und zwar sind das einmal so der Bereich Struktur und Zeit eines Vortrags. Dann das, was man so Storytelling nennt, die Fragen der Visualisierung und die Konvergenz oder das, was man Konvergenz nennt. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ist ein bisschen das Layout verrutscht, aber das macht nichts, das kriegen wir hin. So.
Ja, mit der Konvergenz fangen wir gleich mal an. Das ist nämlich das Schwierigste von dem Ganzen. Was bedeutet eigentlich Konvergenz? Und dazu habe ich mal eine kleine Umfrage oder Abfrage vorbereitet. Vielleicht erinnern Sie sich, waren Sie schon mal in einer Lesung, in einem Café oder in einem Buchladen, also wo quasi ein Autor was vorgelesen hat aus seinem Buch. Manchmal wird das auch in Theatern durchgeführt. Da, wenn Sie da kurz Zeit haben, einmal abstimmen. Oh, ich sehe schon, ja, so 60 zu 40 etwa das Verhältnis. Also die große oder die Mehrheit ist schon mal bei einer Lesung gewesen. Und jetzt natürlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Lesung? Das ist eigentlich sehr aufschlussreich. In einer Lesung können Sie nämlich die Augen auch mal zumachen. Da müssen Sie nicht groß gucken, sondern Sie können die Augen schließen, sich das anhören, so in eine eigene Welt eintauchen. Und das ist beim Vortrag nicht so. Da haben Sie auch einen optischen Kanal oder einen visuellen Kanal. Und das Entscheidende oder das, was mir aufgefallen ist, die meisten Vorträge sind sehr gute Lesungen. Also man kann die Augen zumachen, ist manchmal sogar besser, wenn man die Augen zumacht und sich das anhört, dann ist der Informationseingang ist dann größer, als wenn man gleichzeitig guckt. Und woran liegt das? Das ist sozusagen die Fragestellung. Das liegt daran, dass die Konvergenz nicht beachtet wird, meines Erachtens. Und Konvergenz, was heißt das jetzt? Wenn Sie einen Vortrag halten, dann haben Sie verschiedene Kommunikationskanäle. Also das ist zum einen das Sprechen und das Zeigen. Und die zwei Sachen, das machen Sie sozusagen als Referierender oder Vortragender. Und dementsprechend auf der Teilnehmerseite haben wir dann das Hören und das Sehen. Und das meines Erachtens große Problem bei nicht so guten Vorträgen ist, wenn das nicht konvergiert. Also wenn Sprechen nicht Zeigen entspricht, dann entspricht auch das Hören nicht dem Sehen. Also ich sehe etwas anderes, als mir erzählt wird und dann habe ich automatisch Fragezeichen im Kopf. Und das Problem bei Vorträgen ist, zumindest wenn man jetzt PowerPoint einsetzt, dass das Gehirn unheimlich viele Ressourcen braucht, um diese Widersprüche aufzulösen. Also ich sehe etwas und ich höre etwas, aber das stimmt irgendwie nicht überein. Und dann wird eben so schnell auch weggeklickt, dass ich nicht die Zeit habe, das aufzulösen. Und das sorgt für ein Gefühl der Überforderung und das ist dann einfach eine Schutzfunktion des Gehirns, dass es dann so ein bisschen abschaltet oder die Aufmerksamkeit dann runterfährt. Und da ist sozusagen mein großer Tipp an Sie oder einfach so ein Hinweis, nehmen Sie das Sprechen als Hauptkanal. Also zeigen sollte immer der Unterstützung des Sprechens dienen. Zeigen ist der Nebenkanal und Sprechen ist der Hauptkanal. Warum das so ist, da werden wir gleich dazu kommen. Wichtig ist, dass das Zeigen das Sprechen unterstützen sollte. Und dementsprechend bei den Zuhörern ist es dann auch so, dass das, was sie sehen, unterstützt das, was sie hören. Und das meint eben Konvergenz. Ein Hinweis dazu, Konvergenz ist nicht Kongruenz. Also Konvergenz bedeutet Übereinstimmung in den Zielen. Also das Sprechen und Zeigen haben das gleiche Ziel. Und Kongruenz ist völlige Übereinstimmung. Und das sollten Sie nicht tun. Das hieße nämlich, dass Ihre Folien das 1:1 abbilden, was Sie auch erzählen. Und das ist nicht so vorteilhaft. Warum das so ist, zeige ich Ihnen gleich. Zeigen Sie nicht das, was Sie sagen. Es wird sofort Ihre Zuhörer und Zuseher langweilen. Lesen Sie um Gottes Willen nicht Ihre Folien vor. Vermeiden Sie ohnehin viel Text auf den Folien. Die Folien sind nicht für Sie zum Klammer auf, vor, Klammer zu lesen. Die Folien sind für Ihr Publikum zum Anschauen. Die Folien sollen das Gesagte nicht 1:1 abbilden, sondern das Gesagte in Anführungszeichen nur visuell unterstützen. Also keine Kongruenz, sondern Konvergenz. Bitte, bitte 3 Ausrufezeichen.
Da haben Sie es schon gemerkt, das war jetzt einfach schlicht und stumpf vorgelesen und das ist einfach nicht schön. Das ist, Sie haben dann das 1 zu 1, die beiden Kanäle und vielleicht um es nochmal besser zu machen, Konvergenz ist super und Kongruenz ist nicht super. So kann man es nämlich auch darstellen. Ja, zum Thema Konvergenz ist auch noch wichtig, oder nee, ich starte erstmal andersrum. Ich zeige Ihnen erstmal ein paar Beispiele, die ich mitgebracht habe. Sachen, die Sie nicht tun sollten. Das erste Beispiel ist aus einem Livestream. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Präsenzveranstaltung sein, kann auch virtuell sein. Das war aus Holland eine Veranstaltung. Die Technik funktionierte super, der Vortragende war auch gut zu hören und zu verstehen. Sprache war auch keine Barriere, aber er hat seine Folien vorgelesen. Da ist eine Aufzählung mit Bullet Points. Dazu komme ich gleich später noch. Und hier geht es aber erstmal um das Vorlesen. Und der wichtige Punkt an der Sache ist, bitte lesen Sie Ihre Folien nicht vor. Seien Sie kein Priester, also da ist es nämlich so, die, die das hören, die sehen nicht, was der vorliest. Aber in einem Vortrag sehen alle ihre Folien und das, was sie vorlesen. Und der große Nachteil ist, der Zuschauer liest mit. Also sie haben immer eine Verzögerung in der zeitliche Verzögerung. Wenn sie selber lesen, sind sie immer schneller als der vorliest. Denn selber lesen ist schneller als vorlesen lassen, weil vorlesen lassen ist sprechen. Und sprechen ist langsamer als lesen. Also, wenn Sie Ihre Folien vorlesen, dann haben die Zuhörer immer das Gefühl, dass Sie als Vortragender langsamer sind. Also, seien Sie kein Priester und seien Sie keine Schnecke, lesen Sie Ihre Folien bitte, bitte nicht vor. Wenn jetzt ein Text zu sehen ist in der Präsentation, dann kommt noch dazu, dass der Zuhörer, der den Text liest, permanent jemanden hört, der dazwischen sabbelt, weil der ja den Text auch vorliest und das Gesprochene ist dem Gehörten immer hinterher. Und wenn Sie unbedingt was vorlesen wollen, dann blenden Sie in der Zeit mal nichts ein. Also auch ein schönes Bild oder so, dann wird sozusagen der optische Reiz ein bisschen reduziert und dann gewinnt auch das gesprochene Wort wieder an Bedeutung, weil sozusagen kein Text eingeblendet wird. Also Texte sind immer eine ganz gefährliche Sache in Vorträgen. Kommen wir gleich noch beim Bereich Visualisierung dazu. Sollten Sie möglichst vermeiden, sage ich mal so. Weitere Klippe in dem Zusammenhang Konvergenz sind Definitionen. Ich weiß, im wissenschaftlichen Kontext wird sehr viel mit Definitionen gearbeitet, ist auch notwendig und richtig, aber blenden Sie bitte keine Definitionen ein in Ihrem Vortrag. Auch wenn sie noch so kurz gehalten sind, sie animieren sofort wieder zum Lesen. Also ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, hier sowas. Auch wenn das ganz kurz ist, was Kooperation und Kollaboration ist, sie fangen sofort an zu lesen und hören nicht mehr zu oder nur noch eingeschränkt. Deswegen tun Sie das nicht. Blenden Sie keine Definitionen ein, sondern machen Sie das mündlich. Also dazu ist es ein Vortrag. Gleiches Thema oder anderes Beispiel, Anekdoten. Hier auch ein Beispiel von der Veranstaltung, wo ich war. Anekdoten gehören nicht in eine Präsentation. Anekdoten gehören in einen Vortrag, aber nicht in die Präsentation. Also Anekdoten sind ja gerade was zum Erzählen, also was Mündliches. Schreiben Sie bitte keine Anekdoten in Ihre Präsentationen, weil die Leute sofort anfangen zu lesen. Und wenn Sie sie schreiben, also wenn es wirklich nicht anders geht, dann lassen Sie die Leute in Ruhe lesen. Dann machen Sie die Methode Lesen und Lesen lassen. Das heißt, Sie selber lesen für sich still die Definition oder Anekdote und lassen die Teilnehmer aber auch, sag ich mal, eine Minute oder zwei das in Ruhe lesen. Dann fällt sozusagen der Hauptkanal weg, also es sabbelt keiner dazwischen und die Teilnehmer können in Ruhe das
visuell erfassen, was in der Präsentation zu sehen ist. Ja, dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht von fehlender Konvergenz, und zwar ziemlich krass. Da stimmte das Gesprochene mit dem Gezeigten überhaupt nicht überein. Das hätte ich jetzt eigentlich als Video zeigen müssen, dann hätte man es sehr deutlich gemerkt, aber da ich das nicht aufgenommen habe, muss ich jetzt einfach eine Anekdote erzählen. Ich war mal auf einem Workshop an der Uni Göttingen. Das Thema waren interaktive Whiteboards und die Referentin erzählte was von neuesten Trends in Hard- und Software und ihre Präsentation war auch super angereichert mit Fotos und Bildern und so weiter, optischen Elementen. Das sehen Sie da auch rechts auf dem Foto. Es gab nur ein Problem. Das, was sie gesagt hat, hat nicht zu dem gepasst, was sie gezeigt hat, beziehungsweise umgekehrt. Sie hat allgemeine Sachen erzählt und die Bilder passen einfach nicht dazu. Und der Typ da vorne rechts im Bild, das bin ich. Und an der leicht verzweifelten Körperhaltung können Sie schon erkennen, dass ich nicht weiß, worauf ich mich jetzt konzentrieren soll, auf das, was sie sagt oder das, was sie zeigt. Mein Tipp deswegen für Sie hier im Webinar: Achten Sie darauf, dass das, was Sie zeigen, das unterstützt, was Sie sagen. Also das eine ist der Hauptkanal, das, was Sie sagen und sprechen, und das, was Sie zeigen, soll das unterstützen. Zeigen Sie nicht was anderes, weil sonst entstehen die Fragezeichen im Kopf der Zuhörer. Wenn Sie das hinkriegen, wenn beides die gleiche Zielsetzung hat, dann haben Sie auch Konvergenz, dann unterstützt das eine das andere. So, das war ja der erste Teil. Vielleicht mache ich jetzt schon die Zusammenfassung. Ja, mache ich. Kurze Zusammenfassung also zum Thema Konvergenz. Gute Vorträge sind keine Lesungen. Also Sie sollten die Augen auflassen können als Zuhörer. Also sehen und hören sollten konvergent sein. Konvergenz ist nicht Kongruenz, also nicht eins zu eins das zeigen, was Sie auch sagen. Seien Sie kein Priester und keine Schnecke, also lesen Sie bitte nicht Ihre Folien vor. Kommt sehr häufig vor, leider, leider. Wie gesagt, die Zuhörer oder Zuseher, die lesen mit und haben immer das Gefühl, dass sie selber hinterherhinken. Geben Sie den Leuten Zeit zum Lesen, bei Definition, ne? Aufpassen. Und insgesamt sollte das Gezeigte zum Gesagten auch passen. So, das war erstmal der erste Abschnitt. Jetzt gucken wir mal rein hier in die Zwischenfragen. Haben Sie jetzt zu dem, was ich gerade präsentiert habe, haben Sie dazu Fragen? Schreiben Sie es bitte nicht in den Chat, weil da ist es nicht anonym. Schreiben Sie es gerne in dieses kleine Fensterchen rein. Dann können wir da kurz drauf eingehen. Also wenn Sie Fragen zum Abschnitt Konvergenz haben, gerne da rein tickern. Ich schalte mich noch mal kurz mit rein, weil mir gerade auch was eingefallen ist, was da gut zu passt. Was ich auch immer störend finde, ist, wenn etwas gezeigt wird, auch Text gezeigt wird, und dann wird gesagt, ach, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drauf einzugehen, das führt jetzt zu weit. Das passiert auch nicht, wenn man den Text gar nicht erst, wenn man einfach mehr mit Bildern arbeitet, weil dann weiß man gar nicht, was eigentlich noch alles gezeigt werden sollte, weil das ist auch immer etwas, wo ich denke, ach, das fand ich jetzt aber interessant, das hätte ich mir jetzt gerne noch durchgelesen. Zack, ist es weg, ja. Weil es war ja nicht wichtig. Also das ist auch so, ne, passt zu dem Thema. Mhm. Ja, völlig richtig, der Hinweis. Also kommen wir gleich noch zu im Bereich Visualisierung. Gibt es auch eigentlich ganz gute Tricks, wie man das trotzdem hinkriegen kann. Also dass man die Infos, die man ja unbedingt gerne an den Mann oder die Frau bringen möchte, wie man die trotzdem rüberbringt, ohne sozusagen den Text zu zeigen. So, da haben wir eine Frage. Was ist mit dekorativen Bildern? Sollte man die nicht lieber weglassen, statt damit die Folien anzureichern? Ja, würde ich sagen, dekorative Bilder möglichst sparsam einsetzen.
Verwenden Sie Bilder, wenn Sie das, was gesagt wird, unterstützt. Also wenn die einen inhaltlichen Bezug haben. Also nicht einfach eine Blume einblenden, weil Sie Blumen so schön finden, sondern es sollte zum Inhalt passen. Das vielleicht zum Thema Dekoration. Nächste Frage. Ich arbeite viel mit Abbildungen in Präsentationen. Mir fällt manchmal schwer einzuschätzen, ob die Abbildung im Verhältnis zu unseren sehr assoziativ ist. Habe ich einen Tipp? Ausprobieren. Also das Feedback einholen und dann iterativ verbessern. Also man selber hat immer eine gewisse Assoziation mit bestimmten Bildern und jemand anders sieht das vielleicht gar nicht in dem Moment. Da kann ich nur sagen, einfach ausprobieren. Also für den einen ist es sehr assoziativ, für den anderen nicht. Und wenn das nicht ganz so passend ist, ist es aber nicht so dramatisch, als wenn man jetzt einen Text vorliest. Das vielleicht dazu. Wenn jetzt keine Fragen mehr erstmal kommen zum Thema Konvergenz, dann springen wir wieder hier in die Präsentation. Das haben wir so weit abgehakt. Dann kommen wir mal zum nächsten Block. Das ist die Visualisierung. Also, wenn sozusagen bestimmte Grundregeln gelten für das, was man nicht vorlesen sollte in einem Vortrag, dann überträgt sich das natürlich auch auf die Visualisierung. Also verwenden Sie möglichst wenig oder gar keinen Text, vielleicht nur einzelne Wörter, dass sofort optisch erfasst werden kann, okay, wir sind jetzt hier im Bereich Visualisierung, alles klar, und ansonsten werden die Teilnehmer zum Zuhören angeregt. Machen Sie also bitte nicht sowas hier. Das ist ein vollständiger Satz, gepackt in eine Überschrift mit einem Unterbullet, ein Hauptbullet, drei Unterbullets und zwei Unterunterstriche. Und tun Sie das nicht. Also die Leute, sie verlieren ihre Zuhörer und Zuseher, weil die anfangen zu lesen und es ist auch optisch nicht schön. Visualisierung heißt ja gerade, es soll was fürs Auge sein. Vieles von dem, was da steht, das kann auch einfach gesprochen werden. Also das ist ein normaler Satz, der enthält auch eine Info, aber hier gibt es halt nichts zu sehen. Das ist das Problem. Also die Info ist nicht sichtbar. Es ist nicht für die Augen, und damit im Prinzip, eher kontraproduktiv. Also tun Sie das nicht. Nutzen Sie stattdessen Fotos, Bilder, Grafiken. Also es gibt tolle Seiten, auf denen man sich auch günstig Fotos besorgen kann, auch unter CC-Lizenz, Fotolia, Pixabay. Da gibt es ganz verschiedene Anbieter. Legen Sie sich so einen kleinen Pool an Bildern zu. Also meine Erfahrung ist, so 50 bis 100 Bilder reichen eigentlich, um komplexe Zusammenhänge erklären zu können, auch unterschiedlich je nach Fach. Apropos Grafiken, auch wenn Sie ein komplexes Projekt oder eine Organisation oder sowas vorstellen wollen, dann machen Sie bitte nicht sowas. Also diese Grafik sinnvoll zu erklären, wird mindestens 5 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen. Also allein die Pfeile, die Bedeutung der Pfeile müsste man erklären. Die Farbgebung ist unklar. Und das Lesen der einzelnen Blöcke dauert für Sie als Zuschauer viel zu lange. Also tun Sie das bitte nicht. Was die Beschriftung in Grafiken betrifft, da gilt eigentlich immer, weniger ist mehr. Mehr ist nicht mehr, auf keinen Fall. Mehr ist nämlich weniger. Das sehen Sie an diesem Beispiel. Es ist tatsächlich so präsentiert worden. Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Also wer soll das sinnvoll erfassen? Was dem dann noch dazu kommt, dass der Referierende dann dazu das erklärt. Also man kann nicht in Ruhe lesen. Es sabbelt immer einer dazwischen und man kann es nicht lesen. Also tun Sie das bitte nicht, wenn Sie Grafiken verwenden. Nicht solche Sachen. Bestimmt zum Nacharbeiten gedacht. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Vorlesungsskript und einem Vortrag. Da kommen wir gleich dazu. Die Krönung
im negativen Sinne, sage ich jetzt mal, war eine Präsentation, da war ich in Tübingen. Das sah so aus. Also da saß ich tatsächlich in der ersten Reihe und gut, das Foto ist jetzt ein bisschen unscharf, aber es war so klein, dass man es auch so nicht, mit bloßem Auge nicht lesen konnte, diese Grafik. Und das war eigentlich schade, weil der Referent war sehr begeistert von seinem Projekt. Es war auch ein gutes Projekt, hatte viele tolle Ansätze im Bereich Learning Analytics aber beim besten Willen, also zeigen Sie so etwas nicht in Ihrer Präsentation. Ich habe mir die dann im Anschluss besorgt. Also ich bin dann mal hin und habe gefragt, ganz nett, kann ich die denn bekommen? Und selbst hier im Büro auf einem riesen Monitor sieht es so aus. Also man kann es trotzdem nicht erkennen. Und das sind nette Schemata, nette Bilder, aber man hat keine Ahnung, was es bedeutet. Also wenn man nichts erkennen kann, dann warum dann überhaupt zeigen? Also ne, es ist nichts fürs Auge. Und denken Sie daran, was ich eingangs sagte, seien Sie kein Energieräuber. Also wenn ich so eine Grafik lesen muss, dann ist das anstrengend, das kostet Energie. Und Sie wollen ja, dass Ihre Zuhörer sich nach dem Vortrag besser fühlen als vorher. Also tun Sie das bitte, bitte nicht. Peter, ist noch ein Hinweis von Thomas Ja. im Chat, auch bei einem additiven Aufbau. Das bezog sich noch auf die Folie vorher. Ja, wahrscheinlich geht die Frage in Richtung, ich halte eine Präsentation und anschließend will ich aber ein Skript ausgeben, sodass die Teilnehmer dann mit dem Skript weiterarbeiten. Nein, okay, dann können wir oder können Sie oder du das nochmal konkretisieren, die Frage. Ja. Dann bitte ich jetzt die anderen Teilnehmer ein bisschen um Geduld. Sukzessiver Aufbau. Folie baut sich Stück für Stück. Ja, genau. Wunderbar. Also das würde ich empfehlen grundsätzlich. Das mache ich selber auch so. Also dass ich bestimmte Schaubilder nach und nach aufbaue. Also das auf mehrere Folien verteile. Trotzdem sollten die einzelnen Folien auch erkennbar sein. Und das war jetzt in dem Beispiel nicht der Fall. Also er hatte das einzeln aufgebaut, der Hinweis ist korrekt. Also es wurde zuerst der blaue Bereich eingeblendet, den hat er dann 5 Minuten lang erklärt, dann wurde der rote Bereich eingeblendet. Aber das, was er erklärt hat, also er hat auch drauf gezeigt, aber es war einfach nicht zu sehen. Und das ist, finde ich, immer sehr schade in solchen Vorträgen. Vielleicht hätte er eine andere Form der Visualisierung wählen sollen in dem Fall. So, am Ende entsteht unter Umständen ein kompliziertes Schaubild. Ja, klar. Also gerade wenn man komplexe Zusammenhänge erläutern will, muss man ja ein bisschen auch in die Tiefe gehen. Aber man kann das optisch besser lösen. So, haben wir noch was im Chat? Ich glaube nicht. So, jetzt habe ich ganz viele Negativbeispiele gebracht. Die Frage ist natürlich, was kann man denn jetzt tun, wenn man gut visualisieren will? Ja, mein Tipp ist einfach, verwenden Sie ausdrucksstarke Fotos oder Bilder. Gehen Sie ruhig ins Metaphorische. Also, wenn Sie Projektziele vorstellen wollen, dann zeigen Sie ein Bild von einem Ziel und erklären mündlich dazu die Projektziele. Das ist wunderbar. Also die Zuhörer wissen sofort, aha, okay, jetzt geht es um Ziele, haben das verstanden, das Metaphorische, und hören dann aber zu. Also es geht darum, das Zuhören zu unterstützen. Packen Sie nicht die Projektziele auf die Folie, in der Aufzählung oder so mit Bullet Points. Tun Sie das nicht. Die Leute lesen das und hören nicht mehr zu. Ja, also so komisch das klingt, mit Bildern lenken Sie die Aufmerksamkeit auf das gesprochene Wort in dem Fall, weil die Bilder eben nicht so viele Informationen enthalten wie ein Text. Grundsätzlich gilt bei Visualisierung weniger ist mehr. Also gerade bei Grafiken oder bei komplexen Schaubildern versuchen Sie das auf das Wesentliche zu reduzieren oder verteilen Sie es auf mehrere Folien.
Haben Sie keine Angst vor 60 oder 70 Folien? Also Sie sollen ja die Folien gerade nicht vorlesen. Das ist nicht Sinn der Sache. Sie können gern alle 20 bis 30 Sekunden die Folie wechseln. Also dadurch wird ja die Präsentation ja auch abwechslungsreich. Und denken Sie bitte daran, ein Vortrag ist ein Vortrag ist ein Vortrag. Also ein Vortrag ist kein Vorlesungsskript. Es ist schlichtweg ein anderes Medium. Ein Vortrag ist eine mündliche Veranstaltung, die unterstützt wird durch Bilder oder durch Visualisierung. Ein Vorlesungsskript ist ein schriftliches Medium und Ihre Präsentation wird nicht gut sein, wenn Sie sie als Vorlesungsskript planen. Beides geht nicht. Also wenn Sie das vorhaben, dann machen Sie es getrennt. Dann machen Sie wirklich, wenn Sie wollen, dass die Studierenden mit etwas weiterarbeiten, dann teilen Sie ein Vorlesungsskript aus, aber teilen Sie nicht oder geben Sie nicht die Präsentation raus. Ich gucke nochmal, wenn ich nach 6 Monaten nochmal nach Zielen frage, wissen die mit dem Ziel, genau, wissen die nicht mehr, was gemeint ist. Die sollen ja auch zuhören. Also wirklich das Entscheidende bei einem Vortrag, das Zuhören. Also wir wollen ja gerade nicht, dass die Leute das alles lesen und dass das Medium, also die Präsentation, als Speicher benutzen. Sie sollen Ihr Gehirn als Speicher benutzen und wenn Sie noch Fragen haben im Anschluss, dann werden Sie auf jeden Fall kommen auf den Referierenden. Also Sie müssen da nicht jedem Bedürfnis nachgehen. Es gibt ja auch Leute, die kommen im Anschluss an einen Vortrag zum Referenten und fragen, kann ich die Präsentation haben? Finde ich eigentlich eine Unsitte, muss ich sagen, weil dadurch entsteht bei ganz vielen Referierenden der Eindruck, oh Gott, ich muss meine Präsentation so gestalten, dass die noch im Nachgang zu lesen ist. Nee, müssen Sie nicht. Also das sind wirklich verschiedene Medien und ich gehe dann meistens sogar dazu über, dass ich die Leute frage, warum sie denn gekommen sind. Ich dachte, sie wollten sich den Vortrag anhören und sie können ja auch sich ein Buch nehmen und was lesen. Also das sind wirklich zwei verschiedene Medien. Ja. Den Text in die Notizen aufnehmen und einfach mit zur Verfügung stellen. Ja, gibt es. Kann man machen. Gibt auch schöne Funktionen. Also man kann das exportieren von PowerPoint nach Word und dann eben als Vorlesungsskript ausdrucken und verteilen. Das ist machbar. Dann ist es aber, wie gesagt, eben ein anderes Medium, dann ist es ein Textdokument und die Präsentation selber sollte nicht den Text enthalten. Letzte Anmerkung, geizen Sie mit Infos. Klingt jetzt ein bisschen paradox, weil die Leute kommen ja in einen Vortrag, um etwas zu erfahren, um etwas zu lernen. Aber damit ist gemeint, geizen Sie mit Infos nicht im Vortrag, sondern in der Präsentation. Also der Vortrag soll natürlich was inhaltlich Sinnvolles enthalten, aber Sie müssen nicht alles auf die Folie ballern. So, dann wären wir bei dem Abschnitt jetzt erstmal durch und jetzt, nee, war das Falsche, jetzt muss ich hier klicken. Haben Sie noch Fragen zum Thema Visualisierung? Dann bitte gerne da eingeben. Der Vorteil ist, das ist auch anonym. Im Chat ist es nicht anonym. Also ein paar Sachen waren ja schon im Chat auch. Also ja, was ist, wenn ich das Stück für Stück aufbauen will, wenn es ein komplexes Schaubild ist. Aber vielleicht habe ich Sie ja so weit provoziert mit diesem Geizen mit Infos, dass Sie so entrüstet sind, dass Sie da vielleicht jetzt noch eine Frage haben, weiß nicht. Ich warte mal einen Augenblick. Ja, genau. Also gute Bilder findet man bei Pixabay, auch bei Fotolia. Es gibt auch Stockfoto. Das sind sehr unterschiedliche Anbieter. Also bei Pixabay gibt es kostenfreie Bilder. Allerdings achtet die Plattform selber nicht darauf, ob die wirklich mit CC-Lizenz versehen sind. Das hat die sozusagen ausgelagert an die Leute, die das dort hochladen. Im Zweifel ist die Plattform also raus aus der Haftung.
Bei Fotolia bin ich eigentlich ein Fan von. Muss man ein bisschen was bezahlen, sag ich mal so 1 € oder 1,50 € pro Bild, aber da sind sie dann auch wirklich sicher mit den Lizenzen. Genau. Gibt es einen Unterschied bei Vorträgen in Lehr- und auf Tagung? Ja, ich würde, obwohl, nö, würde ich nicht sagen. Die Informationsdichte ist bei beiden relativ hoch. Also man möchte ja relativ viele Infos ans Publikum bringen. Und da ist mir jetzt kein Unterschied aufgefallen. Nö. Visualisierung 2.0, die wesentlichen Fehler. Mit drei fliegenden Genau, da geht es um die Effekte, die PowerPoint so bietet. Habe ich gar nicht mehr drin, das stimmt. Ich habe am Ende noch ein sehr witziges Video, wenn wir da noch Zeit haben. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Ja, also mit Effekten seien Sie bitte sparsam, sehr sparsam. Also reinfliegen oder sowas. Also der Effekt an sich muss einen Sinn oder einen Bezug haben zum Inhalt. Sonst macht es keinen Sinn. Im Chat sehe ich noch den Hinweis, sehr gute lizenzfreie Bilder gibt es bei Unsplash. Jawohl, bitte nutzen Sie das. Also es ist wirklich nicht mehr so, dass man Angst haben muss, irgendwie da das Urheberrecht zu verletzen. Man kann gute Sachen finden. Noch eine Frage. PowerPoint-Präsentationen werden von Studierenden häufig zur Klausurvorbereitung genutzt. Wie mache ich deutlich, dass das bei mir mit deinen Tipps nicht klappt? Einfach sagen. Also wirklich eine klare, das ist Erwartungsmanagement. Also vorher den Zuhörern, Zuschauern sagen, die Infos, die wesentlichen Infos, die sie hier kriegen, die werden sie bei mir hören. Also wenn sie Lust haben, bleiben sie hier in der Vorlesung sitzen und hören sich das an und sie kriegen eine tolle Präsentation dazu, um das Verständnis zu fördern. Wenn Sie das nicht wollen, es gibt ja auch verschiedene Lerntypen, für die ist Hören nichts, dann gehen Sie in die Bibliothek, lesen Sie ein Buch oder was auch immer, gehen Sie auf YouTube, gucken sich ein Video an. Da ist man ja Gott sei Dank relativ frei heutzutage. Und das ist so ein bisschen auch die Entscheidung des Einzelnen. Also da würde ich nicht jedem Bedürfnis nachgeben als Referierender oder Lehrender. Ja. Wenn die Präsentation zur Klausurvorbereitung genutzt wird, dann ist das ein bisschen eine Art Missbrauch. Also wenn Sie das wollen als Lehrender, okay, dann werden Ihre Präsentationen aber entsprechend aussehen. Und wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie gute Vorträge machen wollen, die durch PowerPoint unterstützt werden, dann sollten die Studierenden sich etwas anderes zur Klausurvorbereitung nehmen. Ein Skript oder ein Lehrbuch oder vielleicht nochmal ein Video angucken. So, gerne wird man bei handschriftlich notieren, Stichpunkten aus dem Vortrag darüber informiert, dass es notwendig sein. Das geht dann konträr mit deiner Sichtweise, richtig? Ja, genau. Genau. Also ich würde immer sagen, machen Sie sich Notizen. Also ich erzähle und das, was ich erzähle, unterstütze ich durch visuelle Sachen. Und wenn Sie was haben, was Ihnen bemerkenswert erscheint, dann nehmen Sie sich einen Zettel raus und schreiben das mit. Klar, also das ist auch schon eine erste Lernform, wenn ich das Gehörte verarbeite und vielleicht mit eigenen Worten aufschreibe, dann ist es viel besser, als wenn ich ein Skript lese, wo jemand anders was aufgeschrieben hat, so wie der das verstanden hat. Da muss ich dann immer noch mal den Verarbeitungsschritt gehen. Können Sie bitte noch mal erwähnen, wo ich gute Bilder finde? Nee, das hatten wir. Wenn die Hörer die Informationen für später behalten wollen, müssen sie bei deinen Folien selbst viel mitschreiben. Ja, nee, lenkt nicht ab, weil ich als Zuhörer das selber steuern kann. Also wenn ich was Interessantes höre, dann höre ich automatisch auf zu schreiben. Also natürlich kann es sein, dass ich mal nicht hinterherkomme, wenn ich langsam schreibe und der vorne sabbelt einfach weiter und ist schon beim nächsten Thema. Aber schlimmer ist es, wenn man sozusagen in so einer passiven Haltung ist und sich das vorlesen lässt. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. So, ich bekomme einen Hinweis von Birgit, vielen Dank. Ich mache mal weiter. Gute Vorträge bleiben auch in der Zeit. Also für alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, im Anschluss können wir da noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Die beiden
Blöcke haben wir jetzt abgearbeitet, Konvergenz und Visualisierung. Kommen wir mal zum Storytelling. Im Wesentlichen geht es darum, auch relativ spröde Inhalte, sage ich jetzt mal so, möglichst spannend rüberzubringen. Und spannend ist eben genau das Stichwort, um überhaupt eine Spannung aufbauen zu können, bedarf es einer gewissen Dramatik. Das dürfte noch aus der Schulzeit bekannt sein, das aristotelische Dramenschema. Übrigens, in der Form gab es dann noch erklärende Begriffe, die habe ich einfach mal ausgeblendet, auch um Ihre Augen zu schonen. Worauf es mir ankommt, das ist keine flache Form. Ne? Also es baut sich auf, es geht auch mal runter, es gibt retardierende Momente und es endet in der Katastrophe. Und damit Ihr Vortrag nicht auch in einer Katastrophe endet, gilt es, möglichst flache Erzählformen zu vermeiden. Was sind flache Erzählformen? Sowas hier. Eine Aufzählung. Eine Aufzählung ist platt. Da ist keine Spannung drin. Das ist einfach nur, ich erzähle das eine und dann das nächste und das andere. Auch wenn es nach und nach aufgebaut wird, es ist nicht spannend. Verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich verwende auch Aufzählungen, aber nicht auf einer Folie. Also das teilen Sie das auf mehrere Folien, bebildern Sie das und den Rest erklären Sie einfach mündlich. Also dazu ist der Vortrag da, das mündlich zu erzählen. Also tun Sie das bitte nicht. Aufzählungen sind flach, sind keine Story, haben keinen Spannungsbogen. Nehmen Sie lieber drei Punkte aus der Aufzählung raus und erzählen Sie dazu eine Anekdote. Zum Beispiel, ich hatte mal einen Freund, der war Fotograf und sollte für ein Hotel in Mannheim eine Bilderserie anfertigen. Nun, was das Besondere an Mannheim, dachte sich mein Freund, naja, der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht Mannheim auch unter dem Begriff der Quadratestadt, weil die im späten 18. Jahrhundert so geplant wurde. Was machte also mein Freund? Er teilte die Zimmer und Etagen des Hotels in Quadrate ein und ist dann in die Innenstadt losgezogen und hat für jedes Zimmer ein Bild aus dem entsprechenden Quadrat fotografiert. So entstand eine einzigartige Bildersammlung für das Hotel. Und das Witzige daran war, weil die Geschichte seiner Herangehensweise so interessant ist, denkt jeder, dass die Bilder auch was super Besonderes sein müssen. Und damit hat er sozusagen sein Ergebnis ein bisschen qualitativ überhöht, sage ich mal so. Was will ich damit sagen? Wenn Sie die Herangehensweise oder den Hergang oder die Entwicklung oder den Prozess von etwas schildern, dann ist das viel spannender als das Ergebnis selbst. Wenn Sie zum Beispiel Projektergebnisse vorstellen müssen oder Meilensteine, dann machen Sie das nicht als Aufzählung und schildern nur die platten Ergebnisse, sag ich mal, auch wenn die super erfolgreich sind, sondern erzählen Sie dazu die Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie in Ihrem Projekt 30 Meilensteine erreicht haben? Was waren die Schwierigkeiten? Was waren Stolpersteine? Und wie haben Sie die gemeistert? Das ist das eigentliche beim Storytelling, dass man nicht die Ergebnisse einfach nur erzählt, sondern die Entwicklung dahin. Und das strahlt dann auch auf die Ergebnisse aus. Also wenn die Entwicklung dahin spannend war, dann denkt man auch so, wow, das haben die alles geschafft, obwohl das dann eben einfach nur spröde Zahlen sind, sage ich mal. Das kennen Sie vielleicht auch von Bergsteigern. Ne? Also Reinhold Messner, wenn die einfach nur erzählen würden, ja, ich bin auf den, weiß ich, 8000ern gewesen, die es auf der Welt gibt, denkt man sich, ja, schöner Fakt. Aber viel spannender sind natürlich die Geschichten, über den Aufstieg und die Gefahren und das Abenteuer. Also wenn Sie das nächste Mal Projektergebnisse berichten, dann denken Sie an Reinhold Messner und den Prozess, die Entwicklung, dass Sie das erzählen. Was gibt es noch zu beachten beim Storytelling? Sie brauchen ein Erzählnarrativ, sage ich mal so. Da gibt es eins, was eigentlich alle anderen in den Schatten stellt und das bietet sich an, weil alle Gehirne das irgendwie verarbeiten können. Das ist die Gegenüberstellung von früher und heute. Also das können Sie eigentlich immer aufmachen, in jedem Themenfeld,
wenn Sie eine Entwicklung darstellen wollen oder auch ein Ergebnis. Der Wechsel von Vergangenheit zur Gegenwart eröffnet sofort einen Erzählraum, einen Spannungsraum. Machen Sie keine Aneinanderreihung von Fakten. Das wird Ihren Vortrag nicht verbessern. Erzählen Sie lieber eine Geschichte für die Zuhörer. Die Geschichte soll natürlich mit dem Thema zu tun haben, also sollte auch eine Bedeutung haben, eine Relevanz haben. Wie können Sie das sicherstellen? Am besten, wenn Sie nach dem Wi-Fi-Prinzip vorgehen. Was heißt das? Sie als Vortragender stellen sich konkret die Frage, was ist die Kernaussage in meinem Satz? Was will ich rüberbringen? Und zwar wirklich Satz für Satz. Also es gibt Sätze, die müssen Sie nicht sagen, weil sie überflüssig sind, weil sie keine Info enthalten. Also gucken Sie, what's in it for you? Also was steckt da drin? Was ist die Kernaussage, die dann bebildern und auf die Folie bringen? Weniger ist mehr an der Stelle. Man kann es nicht oft genug sagen. Also wenn Sie einen Satz sagen und der erste Satz sitzt, dann lassen Sie das. Und machen Sie nicht noch eine zweite und dritte Erklärung hinterher, weil das jede weitere Erklärung macht es nicht besser. Letzter Punkt hatte ich schon angesprochen, Relevanz. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was Sie sagen wollen und dem, worin das Publikum interessiert ist. Ich weiß, Sie haben alle ganz spannende Vorhaben und Projekte und super interessante Sachen, an denen Sie arbeiten. Aber denken Sie an Ihr Publikum. Das muss für die nicht genauso spannend sein. Und konzentrieren Sie sich auf den Bereich, wo sich das überschneidet. Und dann werden Sie auch relativ nah an Ihrem Publikum sein. Vielleicht noch ein Satz dazu. Sie halten Ihren Vortrag nicht für sich selbst. Also denken Sie an Ihre Zuhörer. Für die ist der Vortrag nicht für sich selbst. Ja. Kurze Zusammenfassung auch hier. ein Kollege sagte mal, ja, Bullet Points sind was für Loser. Jede Folie mit Bullet Points ist eine schlechte Folie. Also versuchen Sie das echt zu vermeiden. Bringen Sie ruhig ein bisschen Drama mit rein. Keine flachen Aufzählungen, keine Bullet Points. Das muss ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Schildern Sie den Verlauf, die Entwicklung, das ist allemal spannender als das Ergebnis. Das beste Foto ist, oder Kunstwerk auch bei Gemälden, das ist nicht so spannend, wenn man die Entstehungsgeschichte nicht kennt. Ne? Dann steht man davor und denkt, ja okay, Mona Lisa, aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann ist es eigentlich das Meisterwerk sozusagen. Verwenden Sie Erzählnarrative, ne? Die gute alte Zeit. Und die Unterschiede eben, die dann zu heute sind, im Chat wurde es auch geschrieben, Industrialisierung versus Informationsarbeit, das ist so ein bisschen das Narrativ, was ich auch immer gerne verwende, um halt auch deutlich zu machen, wo wir gerade stehen. Also so ein bisschen die Perspektive wechseln, das bietet dann auch eine schöne Option für Storytelling. Denken Sie an die Avocado, ne? Also Kernaussagen identifizieren und dann auf die Folien bringen. Alles andere können Sie wirklich mündlich erläutern und achten Sie auf Ihre Zuhörer. Was könnte denen wichtig sein? Was wollen die wissen? Nicht alles erzählen, was Sie interessiert, sondern gucken Sie ein bisschen, was die vielleicht hören wollen. Dann sind wir eigentlich auch schon bei diesem Blog am Ende. Jetzt muss ich noch schnell die Frage wechseln. Ja, gibt es hier auch Fragen zum Abschnitt Storytelling, dann gerne da reintickern. Und ansonsten, ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch 9 Minuten und dann würden wir zum letzten Block übergehen. Man sieht auch nicht, ob da jetzt jemand was schreibt. Also das ist dann wieder der Vorteil beim Chat. Schon oft drüber nachgedacht, aber schwierig umzusetzen. Ja, also da würde ich einfach sagen, Trial and Error. Also einfach anfangen und ausprobieren. Ging mir genauso. Also
Es fällt ein bisschen schwer, sich von Bullet Points zu lösen und von Aufzählungen und von Text, aber wenn man es einmal gemacht hat, es macht auch unheimlich viel Spaß. So, wenn da jetzt nicht mehr so viel kommt, dann gehen wir wieder in den Präsentationsmodus. Wie gesagt, Sie können auch gern die Fragen in den Chat stellen oder schreiben. Letzter Abschnitt, Struktur und Zeit. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber die können auch echt einem die Beine weghauen bei einem Vortrag. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie nach 5 oder 10 Minuten schon merken, ui, der Vortrag wird jetzt etwas anstrengend, dann stellt sich automatisch eine Frage, wie lange geht das hier noch? Und wenn Sie sich das fragen als Zuhörer, dann gibt es ganz viele Vorträge, die darauf keine Antwort bieten. Also manche machen das schon, dass sie so Seitenzahlen einblenden. Dann steht da, keine Ahnung, wir sind gerade auf Folie 93 von 118 oder so. Aber das bringt Ihnen selber nichts als Zuhörer. Also Sie kriegen kein Gefühl dafür, ist das jetzt viel oder wenig. Deswegen bin ich dazu übergegangen, das zum Beispiel sowas hier zu machen. So ein Balken, der sich mit jeder Folie langsam ein bisschen füllt. Dann habe ich schon von Anfang an ein kleines Gefühl, ah, okay, an der Stelle sind wir gerade. Seitenzahlen können auch sehr abschrecken. Also wie gesagt, die Präsentation hier hat 118 Seiten. Wenn ich das am Anfang sage, oh, da brechen gleich alle ein, um Gottes Willen, 118 Seiten. Aber die Zahl an sich sagt auch nichts aus, ne? Die ist wirklich irrelevant. Das könnten auch 70 sein oder 140. Da stecken meistens nur eben Animationen dahinter. Aber eben so ein Balken, der sich langsam füllt oder eine kleine Sanduhr oder sowas. Also da gibt es ja Ideen ohne Ende. Das bietet sich an, um so ein bisschen dieses Zeitgefühl für die Zuhörer erfahrbar zu machen. Was schreckt noch ab zu Beginn? Naja, sowas hier, also Gliederung oder Inhaltsverzeichnis oder sowas. Ja, können Sie machen, aber bitte nicht als Liste. Also beim Vortrag, also das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Leute sagen, so, heute möchte ich referieren über erstens Heterogenität im Hochschulkontext und zweitens Bedingungen des Studiums. Dann wird das vorgelesen. Und es sind 5 Minuten rum und eigentlich geht es ja nur darum, einen Überblick zu verschaffen, worum geht es heute. Und das kann man eben auch anders lösen. Also im Vortrag gilt immer, sagen Sie nicht, was Sie tun werden, sondern tun Sie es einfach. Also lesen Sie bitte keine Inhaltsverzeichnisse vor und wenn Sie die eh nicht vorlesen, dann können Sie auch weglassen. Oder anders gestalten, zum Beispiel so hier. Also warum nicht mal als Menü so ein bisschen aufgebaut mit netten Bildern, 3, 4 Begriffe und gut ist. Dann freuen sich auch die Zuhörer. Wie endet ein guter Vortrag? Auf jeden Fall nicht so. Also bedanken Sie sich nicht für die Aufmerksamkeit. Es klingt jetzt sehr radikal, aber tun Sie es wirklich nicht. Also bedanken Sie sich nicht für etwas, von dem Sie nicht wissen können, ob Sie das jemals hatten. Wirklich. Und das Problem ist auch, es macht jeder. Also es wirklich jeder und jeder und jeder und jeder. Also alle sagen Danke am Ende Ihres Vortrags und das ist kein gutes Ende. Der Witz ist, auch bei solchen Kontaktdaten, die Folie wird so schnell weggeklickt, man hat keine Zeit, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse sich zu notieren oder zu speichern. Das sind wirklich Elemente aus einem Skriptum. Die gehören nicht in einen Vortrag. Und jeder, der den Vortrag interessant fand, der wird zu Ihnen kommen und sich bei Ihnen bedanken und dann um die Visitenkarte oder sonst was oder Kontaktdaten bitten. Also enden Sie bitte nicht mit einem vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tun Sie auch bitte nicht sowas. Literaturangaben, viel zu klein. Wer soll das lesen? Also das ist, am Ende eines Vortrags bestelle ich mir auch nicht 10 Bücher oder so. Das schreckt nur ab. Es ist nichts fürs Auge. Das ist ein Element aus einer schriftlichen Arbeit, aber nicht in einem Vortrag.
Es wird auch nicht besser, wenn Sie es Quellen nennen oder so oder mit Bullet Points versehen, tun Sie das nicht. Auch nicht im schicken Layout oder so. Beenden Sie einen Vortrag nicht mit Quellen oder Literatur. Machen Sie auch keine Take-Home-Messages, also auch nicht vorlesen, wie in dem Fall. Also wenn Sie Messages haben, dann bringen Sie die in dem Vortrag an den Mann oder die Frau. Also mittendrin, nicht am Ende. Eine Zusammenfassung, okay, aber würde ich auch nicht ganz ans Ende stellen, sondern jeder gute Vortrag endet eigentlich meiner Meinung nach mit einer Call to Action. Das heißt, eine Aufforderung zu einer konkreten Handlung. Stellen Sie sich die Frage, was soll mein Publikum als nächstes tun nach Ende des Vortrags? Sollen die ein Buch lesen oder sollen die einen Selbstversuch starten oder sollen die ihre Kippen wegschmeißen? Egal. Also eine konkrete Handlung und dazu der Call to Action. Das ist Ihr Ende von einem Vortrag. Dann enden Sie auch nicht so blumig, wolkig, so, ja, alles schön und gut, was sollen wir denn jetzt machen? Lass uns mal diskutieren oder so, sondern Sie wollen ja mit Ihrem Vortrag auch was erreichen, ein Ziel. Und das gehört in diese Call to Action rein. Also keine 10 Buchtipps am Ende, kein Mensch bestellt 10 Bücher, ein konkreter nächster Schritt. Auch wenn Sie vor Führungskräften Vorträge halten, haben Sie keine Angst dort, eine Forderung zu stellen oder zu sagen, was Sie jetzt als nächstes brauchen. Meinetwegen eine Entscheidung oder eine Unterschrift oder ein Budget. Sagen Sie es so konkret wie möglich und dann haben Sie ein gutes Ende von Ihrem Vortrag. So, nochmal eine Zusammenfassung für den Abschnitt Struktur und Zeit. Also Seitenzahlen, ja, können Sie machen, besser einen Balken, finde ich. Inhaltsverzeichnis bitte nicht als Liste und bitte nicht vorlesen. Gliederung auch nicht. Seien Sie undankbar. Also bedanken Sie sich nicht für etwas, von dem Sie nicht wissen, ob Sie es wirklich hatten während der Zeit. Im Zweifel werden die Zuhörer selber besser wissen, ob sie aufmerksam waren oder nicht. Keine Literatur, keine Quellenangaben, das sind alles Sachen, die gehören in eine schriftliche Arbeit, aber nicht in einen Vortrag. Und die Messages in den Vortrag selber reinpacken. Also da muss Ihre Kernbotschaft drinne stecken, nicht am Ende als Take-Home-Message oder so. Und dann raus aus den Fehlern, Action. Das ist das Ende eines Vortrags, also eine Call to Action. So, alles abgehakt. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich für Ihre, nein, natürlich nicht. Sie nehmen sich jetzt Ihre nächste Präsentation vor und werden das verarbeiten, was Sie gerade gelernt haben. Los geht's. Ja, Peter, danke schön. Also ich darf dir danken, glaube ich.